Was für ein wunderschöner Tag für eine Radtour. Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wie man sieht, bin ich nicht mehr infiziert. Wir konnten mich auf wundersame Weise retten. Ja, sagen wir retten. Oh, ich habe ja noch die ganzen Reparaturkits in der Tasche. Uno momento. So. Jasmin ist natürlich auch wieder mit dabei. Sieht man ja oben links. Ja. Ist noch im Anbau. Also ich habe jetzt gleich den dritten Holzklumpen, ach, was weiß ich, wie nennt man das? Holzstamm. Holzstumpen, Klumpen, Bumpen. Ich habe kein einziges Mal Honig drin gehabt. Nicht einmal Honig? Ich könnte jetzt natürlich auch ein bisschen buddeln, aber ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwann mal so einen Bohrer finde oder einen Bauplan dafür. Wo wollen wir denn überhaupt hin? So, wo könnten denn noch große Städte, Häuser, ähnliches sein? Wir haben einmal das hier hinten. Ich könnte dem hier noch erschließen. Pass auf, das machen wir. Wir fahren da hin. Ich mache jetzt mal einen kleinen größeren Ausflug. Größer, was denn? Einen kleinen größeren. So, da kann ich gleich hier nochmal einen Stopp machen an dem Rucksack. Oh, Schlagloch. Das sieht ja aus wie die Straßen der DDR damals. Oh oh. Ja. Shitstorm. Shitstorm. Ich hätte jetzt gerne so einen Alarm-Button. So. Shitstorm incoming. Aha. Ich bin tatsächlich mal auf so einer uralten Straße. Die haben sie noch nie gemacht. Also die ist seit Mauerfall nie gemacht worden. Das ist auch so ein Nebenweg, ne? Da bin ich mal lang gefahren. Ja. Da habe ich bin ich mit Ricardo erst bei seinen Eltern gewesen und dann wollten wir von dort zu seinem Onkel. Und da gab es dann so eine Landstraße. Und das war mit meinem ersten Auto. Mein erstes Auto war ja tiefer gelegt. Ja. Dann waren da noch extra kleinere Reifen drauf, damit es noch tiefer kommt. Und dann sind wir diese Landstraße lang gefahren und der erste Teil war halt gemacht. Der war wie geleckt, ne? Das war die beste Straße, die ich je gesehen habe. Aber die hat irgendwann aufgehört und dann kam die nächste, also der nächste Abschnitt der Straße. Und da musste ich dann tatsächlich umdrehen. Da ist mir die Frontlippe gerissen. Mein Auspuff ist kaputt gegangen, der Endtopf. Da war mein Auto schön laut. Das war eine Straße, die konntest du partout nicht langfahren. Also war auch wie Asphalt, aber mega kaputt. Ah. Muss natürlich nicht an der DDR jetzt liegen. Das kann natürlich auch sein, dass das... weil die Straße so alt ist und da halt keine Sau lang fährt, ne? Da ist kein Bedarf, die irgendwie schick zu machen. Aber so von dem, wie das immer so heißt, ich habe es ja selber nicht erlebt, muss man ja dazu sagen. Aber so stelle ich mir das immer von den Erzählungen her vor. Hm. Okay. Da, ein bisschen Plastikmüll. So, dann fahren wir hier wieder links. Ach, weißt du, was ich auch hätte machen können? Das Gebiet säubern. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten diese Mission. Ich habe auch noch meine Mission. Ja, irgendwie komme ich immer vom Weg ab, wenn ich das machen will. Also ich habe das nie auf dem Schirm. Ich auch nicht. Was in der ehemaligen DDR aber schöner ist, sind die Wälder. Mhm. Finde ich. Zumindest bei uns in der Region ist ja alles nur künstlicher Wald. War das denn, ey? Das sieht halt nicht geil aus. Nee? Nee, und dann fährst du 5 Kilometer, bist du über die Grenze rüber, über die ehemaligen, und auf einmal hast du richtig naturbelassene Wälder. Mhm. Das finde ich halt schon geil, ne? Oh, nee. Wald, Wald. Wald, mein Teil. Da ich immer, ne? Ich kriege hier irgendwie keinen Honig. Vielleicht bist du einfach zu süß für Honig. Tja, das kann natürlich sein. Aua. Ach, falsche Taste, verflixt. Und zugenäht. Verpflegung. Da ist er. Den kriege ich nicht. Der rennt ja.
Da ist er, den kriege ich nicht. Mist. Mist. Wie ja, Bernd das Brot. Sappelot, verdammt nochmal, ne? Wie Bernd das Brot, Mist. Mist. Vor allem Bernd das Brot ist ja auch voll der Schmutz eigentlich, ne? Ja. Aber irgendwie hatte jeder damals so ein blödes Bernd das Brot Kuscheltier. Nee, nicht. Und der war, irgendwie war der hip. Obwohl der eigentlich... Ich hatte den nicht als Kuscheltier. So, voll die verblödete Sendung, aber die war irgendwie... Jeder hat die geguckt. Ja. Ja. Aber nicht jeder hatte ein Kuscheltier. Aber jeder kannte das Lied. Aha, aber jeder, nicht jeder hatte das Kuscheltier. Meinst du, ich habe ja jetzt hier plündern gelevelt, ne? Wenn ich jetzt in die Militärbasis reingehe, meinst du zum einen, da könnte noch jetzt wieder Loot sein? Und zum anderen, wenn da welcher ist, meinst du, der ist gut? Keine Ahnung, versuch's doch einfach, dann werden wir es wissen. Nee, ist kein Loot nachgekommen bis jetzt. Okay. Hat sich erledigt. Ach, hier um die Ecke. Ja, ja, da habe ich geparkt. Auch nicht wirklich was Besonderes hier. Kann mein Fahrrad nicht aussteigen? Nein. Nein, Jasmin, ich konnte nicht auf mein Fahrrad aufsteigen. Warum denn nicht? Es lag auf der Seite und ich wusste nicht, wie ich mich da jetzt noch aufsetzen soll. Nein, Patrick. Ja. First World Problems. Warte mal, hier ist ein Baumstumpf. Pass auf, ich hab da kein Honig raus. Ja, ich versuch mal. Yay! Ich habe auch keinen Honig gekriegt. Warte, hier ist noch ein Baumstumpf. Darf ich mal, junger Mann? Ich will mal was testen. Also wie gesagt, ey, ich hatte drei und keinen einzigen. Ja, ich habe jetzt auch zwei platt gemacht und nicht ein Honig. Hm. Ich weiß aber auch nicht prozentual gesehen, wie hoch die Erfolgschance ist. Ach. Anscheinend nicht hoch. Nö, es hält sich in Grenzen, ne? Also dafür, dass ich das gelootet habe und jetzt den obersten Elite-Shit finden soll, finde ich hier nur Kacke. War ich in diesem Haus bis dato? Mit wem redest du jetzt? Mit mir. Da ist noch so ein Bauernhof. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Aua. Guck mal im Briefkasten. Oh, der ist unberührt. Hier ist noch Post drin. Ach, da oben. Gott, du bist ja unsichtbar vor dem Baum. Der sprechende Baum. Das ist ja frech. Geh in die Knie, Ganove. Du Unhold wolltest mich überfallen. Irgendwie keinen einzigen Zombie auf meinem Weg hier. Ah, es hat sich gelohnt, das Plündern, das Glück zu leveln. Ich habe jetzt schon eine Dose und Gammelfleisch. Ja, das lohnt. Richtig gelohnt. Also ja, richtig gelohnt. Die zwei Punkte, um das überhaupt machen zu können, habe ich ja richtig toll investiert. Ja. Da ist, also es gibt nichts, wo ich hätte besser investieren können. So wie Richtung Ingenieur oder... weißt du? Mhm. Hier Erz abbauen und so, ne? Also bis jetzt... selbst in der Küche finde ich nur Schmutz. Hm.
Aber was gut ist, ich habe zumindest, Lass noch einen Baumstamm, mal gucken. Zumindest jetzt diese Mod, dass ich auch dreckiges Wasser trinken kann. Nö, immer noch kein Honig. Ich höre Schritte. Möchtest du ein Lederponcho? Nö. Gut. Was soll das sein? Keine Ahnung, was der für Abilities hat. Kältewiderstand. Oh ja, doch, nimm mal mit. Und Hitzewiderstand, aber schlechter wegen, als das, wegen, was ich anhab. Wegen. Achso. Nee, dann. Ist halt nicht geil. Oh, eine Dose. Eine leere. Und Gammelfleisch, genau wie auf der anderen Seite. Ich gehe erstmal hier Erdgeschoss lang, würde ich sagen. Tja, das war wohl ein Griff ins Klo. Und hier war ich ja schon. Ich muss hier mal einmal kurz... Achso, das will ich auch mal ausprobieren. Ich habe ja einen brennenden Hammer. Aber der Zombie brennt nicht. Zombie. Nö. Nee? Rechtsklick. Enttäuschend. Wieso ist hier so ein Vorhang? Da okay. Kommt gleich dein Herzblatt. Oh, ein Kleiderschrank. Jasmin. Ja? Ich habe eine nerdige Brille gefunden. Soll ich dir die mitbringen? Ja. Die bringt 10% mehr HP. Ja. 10% Fertigungszeit. Mhm. Nee, also 20% EP. Ach so, meine Brille bringt mir mehr EP. Du hast deine nicht angezogen, die ich dir mitgebracht habe, ne? Hast du mir eine Brille gegeben? Ja, ist in der einen Kiste drin. Ich nehme dir die mal mit, weil die bringt auch noch Intelligenz. Aha. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber ich bring's dir mal mit. Und du hast ja mehr EP, wenn du irgendwas machst. Mhm. Dann levelst du schneller. Ja. Bis jetzt bin ich noch kein Level hochgegangen und ich habe schon voll viel abgebaut hier. Entenschnabelmod. Entenschnabelmod. Modifiziert die horizontalen Formen anstatt einer runden. Wow. Wow. Mein Leben hat sich soeben verändert. Ach. Das ist aber groß, das Haus, ne? So weit oben? Ja, habe ich doch gewusst. Hä? Ich höre doch hier was. Psst, Jasmin, ich muss mich konzentrieren, ich knacken safe. Ich habe doch hier gerade Schritte gehört. Bitte. Yay! Silberklumpen und Stahlschlagringteil. Wow. Hä, bin ich jetzt doof? Ich bin ein ganz anderer Mensch, seitdem ich diese Kenntnisse habe. Steroide, endlich mal was Schönes. Hm. Ja, die Hütte bringt's nicht so, ne? Bis jetzt ist hier nichts Geiles. Kann hier an die Koffer auch nicht bei. Irgendwo hier, was man aufmachen kann? Auch nicht. Sieht auch nicht so aus, ne? Ich weiß nicht, ich sehe nicht, wo du bist. Hier auf dem Dachboden. Ja. Das ist schön für dich. Das hat jetzt aber irgendwie nicht gerockt. Ich gehe mal auf den anderen Dachboden. Was ist das denn, Turm? Ich gehe mal in den Glockenturm hier. Mach mal.
Leute mal. Scheiß Knochen, ey. Das Haus ist bis jetzt ein Reinfall, Jasmin. Ich möchte mich ja nicht beschweren. Das sagst du jedes Mal. Ja, ich möchte mich ja gar nicht beschweren. Das soll ja kein Mimimi sein, aber... Aber... Es ist halt schon... Fakt, dass dieses Haus nicht viel zu bieten hat. Au, oh, Drahtwerkzeug. Mit dem Drahtwerkzeug kannst du elektrische Bauteile verdrahten. Okay. Reparaturkit und Nägel. Ich glaube, ich habe was Geiles gefunden, Jasmin. Jetzt auf einmal. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß halt nicht, elektronische Bauteile können wir halt nicht bauen, weil ich kein Ingenieur habe. So, ich war schon mit der Butze. Dann fahre ich mal Richtung Bauernhof. Vielleicht gibt es da ja was Geiles. Oh, Müll? Ein Kleber. Hier hat einer einen Einkaufswagen abgestellt. Der hat die zwei Motoren gar nicht rausgenommen. Ist ja doof, der wird sich ja ärgern, ne? Ja. Pass auf, ich habe hier noch ein Auto, das baue ich kurz ab. Und dahinter ist ein Baumstamm. Ah, Hubschrauber. Flugzeug, oh da, so weit hinten, ey. Ich wollte gerade sagen, Hubschrauber? Nee, Flugzeug meine ich. Wieder kein Honig. Scheint, als wärst du der einzige Honig in meinem Leben. Gott. Kind toll. Scheiße. Oh, hier sind zwei riesige Bauernhöfe. Ey, das ist die Ecke, wo Carmen und Lars gebaut haben. Ja. Lol. Ja, das ist deren Scheune. Ein Stufe 3 Bogen. Ja. Und drei Messingheizkörper. Bauen wir hier noch eben das Auto ab. Hier sind aber viele Zombies. Und hier ist ein Hirsch. Ich werde gleich mal Stufe 3 Bogen ausprobieren. Ja, ist kein Unterschied spürbar. Hm. Au! Du lebst? Fliegt der Pfeil hin? Ich sehe es halt nicht. Lol. Der Hirsch war ein Schuss. Ich dachte erst, der ist verbuggt, dass ich den nicht treffen kann. So, bald mal ein Pfeil, Jasmin. Ich hole uns mal einen dicken Schinken mit nach Hause. Ne? Ordentlichen Rehbraten hier. Habe ich selber angefahren. Hoppala, ein bisschen Stein ist auch mit dabei. Ihr könnt knirschen beim Essen. Lecker. Dreck reinigt den Magen. Ja, das stimmt. Ist das auch nur Holz, jo? Oh, es dauert zu lange, diese komischen Messingheizkörper auseinanderzunehmen. Ich bin viel überladen. Wie ist das denn passiert? Ach, weiter kann ich gar nicht gehen, dann gehe ich tot hier. Okay. So, dann wollen wir doch mal gucken, was Lars und Carmen so zu Hause haben, ne? Erstmal haben sie ihren Rucksack liegen lassen. Jägermod. Kann ich das am Bogen vielleicht anbauen hier? Wenn ich den Bogen hier verändere, dann kann ich eine Jägermod. Wenn du nicht 25% Schaden an allen Tieren. Geil. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen umdisponieren. Ich zerlege mal die Leitern, dann packe ich das Holz hier hoch. Das habe ich schon zerlegt. Ich
zerleg mal die Dietriche. Dietriche. Dann nutze ich mal die Aloe Vera Creme. Ich denke mal, den Silberklumpen können wir vielleicht beim Händler verkaufen. Die Federn. Und den Stufe 2 Bogen, den brauche ich nicht mehr. Mit Stufe 3. Eine Yoga-Pflanze. Was ist das hier? Heidelbeer. Hier ist noch Mais. Ach, ich kann auch Sachen im Fahrrad verstauen. Mais. Aber hier sind keine Kartoffeln, ne? Das ist ja ärgerlich. Schön. So, was verbirgt sich denn hier? Oh. Ich würde da schon gerne hochgucken, ne? Uppala. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? So. Rahmenformen. Mache ich mir mal 15. Schmeiß er den da hin. So. Hallo. Oh, hätte ich gar nicht gebraucht, so viele. Hudede! Hudede? Was ist ein Hudede? Ich habe mir das Bein gebrochen, Jasmin. Hudede, Hudede. Hier ist eine Kiste drunter. Versiegelte Versandkiste. Hat sich nicht gelohnt. Die Kunst des Bergbaus. Habe ich studiert. Macht die hier mehr Damage? Irgendwas drunter hier noch? Nö. Ja, das Silo war jetzt ein bisschen... ne? Ich muss einmal im Fahrstuhl hoch. Du bist voller Kopf, ey. Spring du mal mit einem gebrochenen Bein. Eieiei, wie hoch muss ich noch? Oh Gott. Hätte ich der Typ, ey. Verflixt, es reicht nicht. Komm die Leiter nicht runter. Das tut weh. Bleib doch hier. Ja, ich sag dir das. Ich auch, mein Freund. Ich auch. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mein Bein ist auch gebrochen. Komm ich hier wieder raus, ja. Da ist auch noch eine Hütte. Jasmin? Ich hier wieder runter? Ohne, dass ich mich vielleicht verletze? Wäre ganz nice. Jasmin? Ja. Gott sei Dank. Ich hab Schmerzen. Ach ja, am Kopf, ne? Hört man. Oh.
Keine Angst, du musst hier, hier sind Wildschweine. Ja, schön. Du musst dir das auch nur noch eine Stunde 39 anhören. Was? Ne, so lange mache ich aber nicht. Ich habe mich mal mit dem Wildschwein und den Zombies eingesperrt. Habe ich noch ein Rohr? Jo. Geil. So, ich durchsuche mal Carmen ihr Müll, ne? Oh, oh, man ist auf mich aufmerksam geworden. Oha. Au, er hat mich geschlagen, er fliegt. Oh, den Kopier kann ich auch durchsuchen. Ach, bitte nicht hauen. Mitnehmen. Au, ich hab gesagt, nicht hauen. Mensch, du musst schon wissen, wann Schluss ist, ne? Manchmal ist ja auch Klippo. Ich habe hier Pflastersteine. Ich nehme die mal mit. Ich bin 5 überladen. Und ich sehe verschwommen. 65 Benzin. Und Zement. Zement. Ist noch eine Handtasche. Da ist Geld, Gammelfleisch und Dietrich hier drin. Was ist das für eine geile Schalttafel? Die nehme ich mit. Da gibt es elektrische Komponenten und Federn. Das kann weg und das mache ich klein. Das wird mir so zu schwer hier. Das Fett nehme ich mal noch mit. Ich muss das noch kurz hoch. Ist das auch Holz? Das sieht ja cool aus. Oh, Stein. Das Holz. So. Ich würde sagen, ich guck mal, was ich mit der Wildsau so machen kann. Ich schieße hier mal in den Hintern. Ja, irgendwie war der Stufe 2 Bogen besser. Okay, das Schwein rastet voll aus und verprügelt die Wand. Oh, oh. Alles cool. So. Ich hab die Sau erledigt, Jasmin. Mhm. Olle Schwein. Hab ich fertig gemacht. Oh, das gab 36 Fleisch. Das ist nicht schlecht, ne? Hm. Hm. Bist du nicht in Redelaune? Ich pflanze gerade Bäume und ich höre zwischendurch wegen oben. Okay. Ich bin unruhig schon wieder. Ich werde gleich mal hochgucken. Da komme ich einfach nicht ran. Ey, hier sind richtige Schweineboxen. Wieso haben wir nicht eigentlich hier gebaut, Jasmin? Wenn du hier bauen wolltest. Ja, wir können ja noch umziehen, ne? Boah. Brauchst ein LKW, ey. Ah, Quatsch. Ich hab doch ein Fahrrad. Jo, wie oft willst du dafür mitfahren, ey? Einmal. Ist ein großer Gepäckträger. Ich geh mal einmal kurz gucken. Jo. Ist hier was hinter? Mein kleiner Finger. Ich muss gleich Schluss machen, weil meine Kopfhörer schon rot leuchten. Ja. Ich will nur noch diese Scheune hier durchsuchen. Ja, sonst sag ich schon mal tschüss. Das ist aber frech. Wieso? Ja, meine Kopfhörer leuchten schon rot. Ja, gut. Ja, gut, falls du weg bist, ne? Ja, und wenn ich jetzt eh nach oben muss. Ne? Muss ich die Leiter da hinten nehmen. Dann kann ich ja schon mal. Nein. Jasmin, bitte. Was? Mach doch neue AA-Batterien rein. Hahaha. Ich leg kurz weg, ich komm gleich nochmal runter, aber falls ja. Weg bin, dann. Ja. Das hat sich jetzt tatsächlich nicht so angehört, als ob ich hier nur einen habe. Hallo? Ey, nicht abbauen. Ich brauch das noch.
Da werde ich aber sauer, du. Freund. Wieso kommst du runter? Was hat der Müll dir getan? Was ist das da niedlich noch? Au. Das hast du aber ausgepackt, ne? Aber wieso ist der runtergegangen? Wo war der denn? Da drüben? Ja. Ah, erst durchsuchen. Blei. Blei und ein Rohr. Habe ich noch Aloe Vera? Nein, habe ich genommen. Miste. Das ist ja nicht cool, ne? Läuft doch einer hier oben lang, oder? Nee, da unten. Okay, die dünnen brechen irgendwann zusammen. Fragezeichen. So, wie weit bist du denn? Wow, ich baue hier nur kurz Zement ab. Also ich habe die Scheune fast durch. Ja, ich würde den hier gleich hoch. Ich kann nicht mehr. Ja, alles gut. Oh, ja. Oh, Eierkopf. Alter, die Scheune ist mega instabil. Mal gut, dass wir hier nicht gebaut haben. Ja, siehste. Du wolltest ja erst bauen, du. Ja. Ich wollte mir die erst ausbauen, ne? Da habe ich gedacht, da können wir ordentlich als Schweinezüchter hier unser Glück versuchen. Alter, kannst du ja voll vergessen. Jo. Oh, da schwebt noch Zement. Zement? Ja. Ich habe den mal abgebaut, den Zement. Toll. Ich bin wieder runtergefallen. Ziemlich im Arsch der Fußboden. Ich helf dir. So, bitteschön. Tür ist offen. Ich hab doch einiges eingesammelt. Was hab ich denn eingesammelt? Geh doch rein da. Geh doch rein. Jetzt habe ich die Tür geöffnet, ne? Vielleicht mit Anlauf rüberspringen? Ich komme hier halt nicht schnell über diesen Kackboden, der wegbricht, ne? Andere kommt alles in den Namen. Okay, jetzt mit Anlauf. Kohle habe ich noch mal. Wie viel? Wir sind jetzt bei 924. Oh, wir sind reich. Ach. Was denn? Oh, ich kriege Hunger. Ich nehme mal das. Oh, ja, ich habe jetzt mal. Hunger. Ich wollte es dir eigentlich mitbringen, aber jetzt habe ich das Katzenfutter gegessen. Selber schuld. Ich habe 12 Eier gefunden auf dem Weg eben. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Stirbst du jetzt? Ich hoffe nicht. Au. Oh, Scheiße. Aua! Sag doch nochmal, oh Scheiße. Ich habe nur noch 39 Leben und ich blute stark. Stark. Und ich habe hier gruselige Musik. Schau, oh Scheiße. Kann ich hier nur mal rüber und zumachen? Ist hier noch wer? Hallo. Hier ist noch Müll oder so hinter. Oh Scheiße. Ich pack einmal das Pipi-Wasser hier mit hin. Das Pipi-Wasser? So, jetzt haben wir 14 Eier. 12 habe ich gefunden. Ist das hier auch morscher Boden? Das ist ja doof. Jetzt muss ich ja wieder gucken, wo ich hier lang gehe. Oh. Da vielleicht noch was drin? Haha. Parkour, Junge. Okay. Ja, Parkour habe ich gemacht, ne? Mit doppelten Flickflack und vier Caesar Salad bin ich darüber gesprungen. Das ist Stein. Hier ist noch ein Leiter. Leider. Ein Leiter.
Oh, 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 hier muss ich aufpassen. Leider. Der Boden ist hier auch nicht mehr stabil, du. Naja, ist schon Besseres gesehen, ne? Ja, ist schon Besseres gesehen. So. Ein bisschen geschmiedetes Eisen noch. Ich habe Hunger, bestimmt, weil ich wieder infiziert bin. Kurz was snacken. So. Schade, dass du kein Auto hast, ne? Hättest du mich abholen können. So. Das haben wir weg. Oh! Na, lucki mal einer an, was da drüben noch steht, du. Das ist ja schon ein bisschen scheiße hier, ne? Zement können wir auch machen, ne? Ich wäre fast runtergefallen. Zement? Ja, aus Steine. Ja, aber wir können keinen Beton machen, ne? Beton, steht das hier irgendwo überhaupt? Betonformen. Ja, genau. Scheiße. Oh mein Gott. Bruchsand und Zement. Bruchsand. Aber brauchen wir nicht einen Betonmischer? War da nicht irgendwas? Ich guck mal eben, wenn ich das alles drin habe. Bruchsand. Aber das wäre geil. Dann können wir richtig aufwerten, weil ich habe hier arsch viel Zement. Also arsch viel. Bruchsand und Zement. Guck jetzt einfach, ob das geht. Wenn nicht, packe ich das wieder zurück. Ja. Keine Ahnung. Also dafür, dass ich den Glückspilz gelevelt habe, ne? Ach so, ein Betonmischer. Er hält sich in Grenzen. Metallstachelmott. Das geht natürlich nicht. Zementmischer. Das kann weg. Kann ich diese Mod, diese Modifikation? Natürlich kann ich es nicht. Und das würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Komm, Federn haben wir so. Wie gehe ich denn den Betonmischer? Müssen wir, glaube ich, leveln. Was ist das denn für eine Grütze? Natürliche Antibiotika. Oh, geil. Reicht. Aber Betonform kannst du, glaube ich, machen. Ich bin nicht mehr infiziert, weil ich Antibiotika genommen habe. Ja. Aber Betonform kann man doch, glaube ich, machen, oder? Oh, tu ich. Ich glaube, du kannst sie nicht auf Beton aufwerten, weil du Beton dafür brauchst. Und dafür brauchst du den Betonmischer. Und den können wir, glaube ich, noch nicht machen. Packe ich jetzt alles wieder zurück, was ich hier genommen habe gerade? Aber ich habe ein bisschen geschmiedetes Eisen gemacht. Na, immerhin, ne? Ich habe auch schon 40 oder so gemacht. Ich habe auch noch mal 20. Also 61 haben wir jetzt. Das ist gut. Ich weiß nur nicht wofür, aber das ist gut. Ja, bestimmt für einiges, nicht? Nö. 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 Nicht? Nicht, nicht. Holzklotz. Okay, ich habe jetzt die Scheune hier durchforstet.
Mechanische Teile. Oh, ich kann mir einen Geht das? Schlagring bauen, ey. Nee. Schatz. Ja, ich habe mich hier festgebaut. Warte mal. Ich könnte mir ein, also, Ja, ein ich könnt mir ein Schlagring. Schlagring aus drei Klebeband, drei Leder, drei, sechs mechanische Teile und 18 geschmiedetes Eisen. Okay. Was denn? Ach, hier ist was runtergefallen. Ja, könnte ich mir machen, aber das Klebeband, das ist. Oder mechanische Teile haben wir auch nicht so viel, oder? Ich bin dabei, welche zu sammeln, weil die werden wir ja auch für etliche Sachen noch brauchen. Ich weiß nur noch nicht genau für was. Molotow-Cocktail hier. Wie geht das denn? Ich glaube, wir brauchen die Stoff. mechanischen Teile auch für Molotow-Cocktail habe ich gesammelt. Ein Stofffetzen, Benzinkanister, Öl, leere Wasserkrug. Ja, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Nein, ich gucke nur, was man hier so machen kann. Ja, aber ich glaube für Motorsäge. Was war denn das? Motorsäge und für die Werkbank vielleicht? Hier steht gar keine Motorsäge. Kettensäge? Ja. Kettensäge, Bauplan, Kettensäge. Meinst du, ich kann gegenüber das Haus noch durchforsten? Motorwerkzeugteile, Fahrradlenker, Motor, geschmiedetes Stahl. Braucht man dafür? Metallkettenmod. Juckerfrucht. So, wie weit bist du denn? Ja, ich könnte jetzt auf dem Heimweg oder ich gehe da noch mal eben rüber. Oh, hier sind nur so viele Häuser. Wie viel Zeit hast du schon gefilmt, Ach, wollte ich gerade sagen? 42 Ja, Minuten. also, ne, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Heißt das, ich darf jetzt nicht mehr spielen? Du kannst ja spielen, aber ich gehe dann Ja, das. raus. Nee, alleine ist ja. Nee, das wollen wir schon zusammen machen. Ich weiß jetzt aber nicht, wenn ich jetzt hier rausgehe, das haben wir noch nie getestet, ob ich hier wiederkomme oder zu Hause. Noch erstmal nach Hause. Ja, dann mache ich mich einmal kurz auf dem Rückweg, ja? Ja. Dann können wir noch den Rückweg überschnacken? Ja, aber das willst du doch jetzt nicht noch filmen, oder was? Doch. So lange? Naja, wer schon rausgehen möchte, der Der kann ist ja schon schon. längst weg. Weil sonst müsste ich ja eine neue Aufnahme starten. Der ist schon längst weg. Die gucken bestimmt nicht Weil. bis am. Konnte man das sehen? Weil nachher fehlt den Leuten richtig spannender Content, ja? Weil wir auch so spannend Und dann kann sind. man das nicht zurückverfolgen. Worum ging es da gerade? Und wie ist das Ja, passiert? Und wo kommt der Panzer her? Genau. Ist richtig. Ja. Endlich gibst du mir mal recht. Naja, geht so. Ich habe einen Krümel in meiner Tastatur. Geht nicht mehr, hab ihn rausgepustet. Nee, Wieso was? hast du den nicht gegessen? Kann jetzt hier nochmal ein Burr kommen oder so? Ein Böhr? Ein Bruno? Bruno der Böhr? Ja, irgendwas Großes oder ein Wildschwein oder so. Ich will noch mal was an Fleisch hier abluchsen. Ich will ja nicht angeben, ne? Aber ich habe da so ein Wildschwein richtig fertig gemacht eben. Ja, habe ich auch schon öfter alleine sogar. Ja, ich war auch ganz Und alleine. Bären. Und Bären. nebenbei waren da noch 23 Zombies. Ja, genau. Und alle waren grün mit roten 23. Augen Wie hast du so und viel Zeit gehabt, die zu zählen? Tentakeln, weil ich krass bin. Ja, genau. Ach, ich dachte erst ein Hund, aber ist nur ein Zombie. Schade, Schokolade. Oh. Hallo. Hi. Ich hab mal gehupt, um auf mich aufmerksam zu machen, ne? Nicht, dass ich die noch platt fahre. Ich bin zwar schon längst dran vorbei gewesen, aber der Gedanke zählt. Ja, hier, danke. Der hier, danke, ne? Die kommt ja immer auf den Gedanken drauf an.
ist ja noch die Stadt. Aber ich muss ja nach Hause fahren. Ja. Sonst hätte man ja, morgen mal. Sonst hätte man ja hier nochmal in so ein Haus reingekonnt. Das läuft doch nicht weg. Ich weiß nicht. Die haben darüber gesprochen, ob sie die Hütte hier abreißen, ne? Also es war im Gespräch, ob die Stadt hier abgerissen wird, ja. Der Tourismus ist zu Ende, da kommen keine Leute mehr. Ist halt ja, eine Geisterstadt, genau. Ne? Ist nichts los. Mhm. Na denn. Naja, dann gehe ich jetzt hier nicht durch diese Tür. Nee. Und ich werde jetzt auch nicht in diese Spüle hier gucken. Hey! Nein, ich bin dran vorbeigefahren. Ich muss nur einmal kurz anhalten, was trinken. Hä? Oh, es wird neblig. Jasmin, der Vulkan ist ausgebrochen. Der Himmel zieht sich zu mit grauen Wolken. Ich bin zu Hause. Ich warte auf dich hier die ganze Zeit. Ja, in der Holzhütte kann uns nichts passieren. Ohne ein saurer Regen. Ich sehe hier den Rauch von der Kiste. Saurer Regen? Die Kiste ist genau neben mir auf dem Berg. Da halte ich noch kurz an, ja? Das ist das, was ich meine. Content, was die Leute sonst verpassen. Ja, verpassen sie eh, weil sie bei 30 Minuten schon sagen, so reicht. Ja, wer jetzt abgeschaltet hat, der ist selber schuld. Komm ich den scheiß Berg nicht hoch. Weil es regnet? Vielleicht hängst du da irgendwo fest. Hing ich auch eben. Ja. Langsam, aber sicher. Hier ist auch Rasen. Wieso kann ich denn da nicht gehen? So, ja gut, ich habe auch ein gebrochenes Bein. Da ist Klettern nicht ganz so geil, ne? Oh, ich habe mir letztens das Bein gebrochen. Dachte, ich gehe mal eine Runde Bergsteigen. Ja. Kennen wir. So ähnlich. Mann, ist das eine Kacke hier. Der komische Lauch, ey. Der kommt hier nicht mal so einen kleinen Hügel hoch. Klippen. Klippen. Jetzt geht's aber vorwärts hier. Ja. Ich fühle das, was dein Charakter gerade hat. Das glaube ich nicht. Ich hüpfe die ganze Zeit mit dem. Ja, ich würde auch gern hüpfen. Vor Freude? Nee. Ein Hoselnest war hier auch noch. Hoselnest? Ja. Ich habe auch voll viele Eier eingesammelt gehabt, ey. 12 Stück. Ich kann die Kiste sogar sehen. Ja, dann. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Bin ich mit deinem Fahrrad gefahren? Ja, das habe ich unten am Berg gelassen, weil ich mit dem den Berg nicht hochkomme. Aha. Ich hoffe, das wird nicht geklaut. Ich habe es nicht abgeschlossen. Au. Er fährt ein Zombie damit weg, ey. Und dann ruft er mir noch so hinterher, so. Nee. Du Schwachmann. Vollpfosten. Abgezogen. Oh, eigentlich hätte man hier auch noch ein Fenster machen müssen, ey. Es dürfen nicht überall Fenster sein, Jasmin. Nee, oben hier, dass man sieht, wo vom Berg die kommen. Hä, da bauen wir nur alles zu. Hä? Naja. Alter, die Kiste liegt ja sowas von Kacke.
Wenn das sich nicht lohnt, ne? Wenn da nur so eine Kartoffel drin ist, raste ich aus. Kartoffel. Eine Kartoffel. Oh, dann sind es schon mal zwei Kartoffeln, die da sind. Ich verstehe nicht. Ich weiß. Was hast du gesagt? Puh. Okay, ich bin an der Kiste. Are you fucking kidding me? Ein Ackerbaupaket und zwei Mais. Mhm. Es sind zwei gekochte Maiskolben. Und dank der anstrengenden Reise hier nach oben kann ich die beide schon essen. Ja. Ich habe dieses Ackerbaupaket mal mitgenommen. Bin ja mal gespannt, was da drin ist. Eine Hake. Ich lass mich mal den Berg runterkullern. Whee! Weg von meinem Fahrrad, du Idiot! Da verstehe ich keinen Spaß. So, den habe ich erstmal eine übergezimmert. 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 Ich sag dir, der hat so von mir die Hucke voll gekriegt, ja? Die Hucke, Jasmin. Mhm. Willst du nur mal gesagt haben? Mhm. Kannst du mich schon hören? Mhm. Bestimmt, wenn ich über der Brücke bin. Ich werde noch dieses Ackerbaupaket öffnen und dann können wir die Runde beenden. Ich hätte von der Dauer her auch einfach eine, also zwei Folgen draus machen können. Dann wäre ich sogar mal bei meinen 30 Minuten gelandet. Mhm. Zum ersten Mal. In der Geschichte der Menschheit. Hat es ein 7 Days to Die Spieler geschafft, eine 30-minütige Folge zu machen. Nee, das schaffst du, glaube ich, nicht in deinem Leben. Doch, ich werde, also nächstes Mal werde ich auf die Zeit mehr achten. Ja, das sagst du immer und trotzdem kriegst du es nicht hin. Ja, aber jetzt achte ich da mehr drauf, dass ich da ein bisschen mehr im Rahmen bleibe. Nee, bist du das? Ja. Seh dich. Ich seh dich. Ah, da oben steht sie. Jo. Warte, ich muss hier noch meine Harley in den Innenhof fahren. Harley. I want a Harley. So. Kann ich hier noch ein bisschen was mit reinnehmen schon mal? Hatten. Okay, zwei Mods müssen noch draußen liegen. Ich bin 12 überladen, Jasmin. Hätte ich mal statt Glückspilz, also glücklicher Sammler, Packese gelevelt. Die Maispflanzen können wir auch schon wieder ernten. Dann können die mit aufs Dach. Freundin, ich bin nicht einmal ein... Auch. Ich habe keinen Punkt gekriegt. Ich habe so viel abgebaut und so. Ich habe keinen einzigen Punkt gekriegt. Kein XP? Nix. Ich habe so viel Holz und Steine und dieses Nitrat oder wie das heißt, dann voll viel. Aber ich habe keinen Punkt gekriegt. Kein Level up. Verstehe ich irgendwie nicht. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, woran das liegt. Mann. So, ich pack mal meine 72 Fleisch roh zu den Zutaten in der Kiste. Ne, 72 Fleisch. In Zahlen 72. Ich bin auch erst Level 24. Da, 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 da. So, jetzt haben wir noch ein paar Steine. Noch einmal hier Durstlöscher. Das sind doch die Blaubeeren. Oh. Huch. Ist das, das sind keine Samen, ne? Nee. Juckerfrucht.
So, den Rest lade ich denn das nächste Mal aus. Ich gucke jetzt noch, was in dieser Kiste ist. Also in der Kiste waren drinne 3 Beete- und Felderblöcke. Einmal Kaffeesamen. Einmal Baumwollsamen. Und Goldrutensamen. Mhm. Wow. Sehr schön. Kann ich jetzt gehen, bitte? Also wenn es das nicht wert war. Warte, ich will mich noch von dir verabschieden. Ja, so, Jasmin, es war auf jeden Fall lieb, dass du wieder mit mir gespielt hast. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir zusammen spielen. Hast du Zeit zum Spielen? Kannst du deine Mama fragen? Nee, habe ich nicht. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wieder mal eine sehr lange Folge. Ich würde gerne mal wissen, schreib doch mal ins Kommentarfeld unter diesem Video. Schreibt doch mal in die Kommentare, heißt genau, das. Genau, wer hat denn dieses Video wirklich bis zum Schluss durchgezogen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt ein Danke. Da bin ich. Dann weißt du, wer das geguckt hat. Ich hätte es auch beim Ich gewusst, aber okay. Danke. Oder ist auch ich. Gut. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten. Kommt das nächste Mal wieder mit dazu. Wir sind morgen wieder da. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.